Hallo ihr Freaks draußen im Netz. Wir werden heute die Coolness von Jan Böhmermann und Heike Makatsch testen, damit wir ein für alle Mal geklärt haben, wer sich von den beiden besser unter Kontrolle hat. Und das machen wir mit folgendem Spiel. Wieder. Wir spielen Herzbeben. Wer ist der Coolste? Das Spiel, bei dem ihr an einem Pulsmessgerät angeschlossen werdet und Aufgaben gestellt bekommt. Derjenige von euch beiden, der währenddessen den niedrigeren Puls hat, gewinnt und darf sich für alle Zeit Mrs. oder Mr. Cool nennen. Ja, ganz kurz mal eben. Ich habe eine ganz kurze Frage. Ja. Wenn jetzt ich mit einem viel höheren Puls einsteige, weil ich, keine Ahnung, Butter in den Arterien habe, ja, wegen hohem Cholesterin, ist das nicht total unfair? Heike wir ist haben, fitter, wir ist Top-Schauspielerin. Ja, aber wir haben ein Team von Wissenschaftlern oben, die das ausgleichen werden. Es wird nivelliert praktisch und es geht praktisch um die Aufregungspunkte, die ihr habt. Ne? Also ihr startet so gesehen beide theoretisch bei null. Ich habe jetzt hier 280 und Heike hat 98. Ja. Das ist schon unfair eigentlich. Na gut, egal, aber es geht ja um die Aufregungspunkte. Lassen wir mal diesen Stefan Raab-Ehrgeiz hier raus. Du hast ja angefangen. Aber jetzt werde ich aufgeregt. So, aha, dann. Aber es zeigt dann sich nicht. Weil ich Stefan Raab gesagt habe. Hallo. Habt ihr schon mal was? Nein, aber kennt ihr euch von früher noch? Oder? Der war auch zu der Zeit bei Viva, ja, als ich bei Viva war. Okay. Wir kommen zur ersten Challenge. Oh, nee, das sind. Achso, Handfläche auf dem Schoß, ja? Das ist ein Hamster? Ich hab nämlich einen Hamster zu Hause. Bin gut mit Hamster. Oh Gott, nee, Ich ich darf sein Hamster. Oh nicht, Gott, Alter, nicht anfassen. Fuck den Frosch, fuck nicht den Frosch. Den Frosch bitte in Ruhe. Bitte nicht auf den Rücken anfassen. Den Frosch bitte weg. Diese Frösche sind giftig. Seid ihr bescheuert oder was? Kein Scheiß, sie sind wirklich giftig. Ganz ehrlich, seid ihr bescheuert? Ach, guck mal, da ist er zu deinem Ihr könnt Fuß. Doch keine, ganz ehrlich, ihr könnt ihn, nimm den Frosch da, weg. Da ist er. Nimm den Frosch weg, bitte, hast ohne du Scheiß, gegen nimm den Frosch Frösche? Weg. Nee, ich finde das, ganz ehrlich, ich finde Frösche mega, nee, ich finde Frösche das mega eklig. Das wissen die wahrscheinlich in der Redaktion. Ich finde das mega, nee, das wusste keiner, das habe ich niemandem jemals verraten. Ach, der arme Frosch, ich hab ihn so weggesch. Und er hat sich niemand in Prinz verwandelt. Ja. Der Kuss. Sorry, hätte ich ey, ja erstmal küssen müssen. Aber ich habe das Gefühl, das hat sich bei mir nichts getan. Bei mir auch überhaupt nicht eigentlich. Weißt du, das ist wirklich mega eklig. Weißt du eigentlich, was Angst vor Kröten heißt? Nein. Buffonophobie. Ist das nicht der Ministerpräsident von Hessen? Aber gewonnen hat Heike Makatsch. Ach komm. Ja, sehr abgeschwitzt. Rutscht das Ding vom Finger, weil mein Finger so nass geworden ist. Ja. Eben. Dann warte mal, was jetzt auf oh euch Gott, wartet. Challenge number Gott, two. Ey. Nicht nur eklige Sachen, bitte, aber nicht nur eklige Auch auf dich gemünzt gewesen sein. Ja? Das macht ja einer Frau nichts aus. Ja? Was, jetzt will ich das Ergebnis wissen. Ich frage mich die ganze Zeit, wo kriegt man denn bitte solche Leute her? Ich muss sagen, du bist da relativ cool geblieben, Jan, ja, bei der ganzen Nummer. Du hast gewonnen. Yes! Ja. Weil ich weiß, wenn mir das passieren würde, der Stein würde zerbrechen. Ja, okay. Ah, die Hand nach einer Kröte. Gut, kommen wir zur nächsten Challenge. Ich habe erst gedacht, er haut uns das Ding auf den Kopf. Das ist aber auch nicht. So.
Ach, ich sehe schon, was kommt. Und diese Challenge trägt den Titel Murmelbahn. So, Achtung, und ganz kurz, und da unten ist irgendwas verdrahtet und wenn das unten ankommt, dann knallt es wahrscheinlich oder so. Murmelbahn. Ihr sagt doch nicht alles schon. Ja, aber sieht man doch, kann man den Leuten ruhig sagen, wenn das unten ankommt, passiert irgendwas, ohne Scheiß. Und die laufen schnell weg, die hat das Ding angestoßen und ist schnell weggelaufen. Irgendwas passiert, wenn es unten ist und dann knallt es wahrscheinlich oder dann kommt einer aus der Kiste raus oder so. Eine Kröte. Ach, Leute, ehrlich. Was? Hallo. Guten Tag. Ah, Helena Fürst, Alter. Oh, Jan. Hey. Was machst du denn hier, Helena Fürst? Null Freunde. Minus ein Freund. Hallo, Heike. Guten Tag. Freut mich sehr. Helena Fürst. Hallo. Moment, ganz kurz. Wie geht's dir? Alles gut? Mir geht's gut. Wie läuft's bei Facebook, Helena? Ey, das ist aber nicht sehr höflich gerade. So. War das spannend? Da ist nichts passiert. War das spannend? Ich hab das nicht verstanden. Ja. Wie war der Schreckmoment? Helena Fürst ist eine... Was ist Helena Fürst beruflich? Top-Juristin. Eine Top-Juristin bei RTL und auch bei Facebook ist sie. Und ich dachte, es passiert, aber vielleicht kommt gleich noch irgendwas und das lösen das aus. Und hier sind nämlich Kabel verlegt und es ist ein Trick, die wollten mich reinlegen. Es sind auch auf meiner Seite die Kabel. Okay, gewonnen hat und sie bekommt so als Gewinn ein großes Froschschenkel-Essen mit Jan Böhmermann zusammen. Heike Bagatsch! Hast du gewonnen? Ja. Hast du das ganze Spiel schon gewonnen? Das ganze Spiel gewonnen? Ja, war ja nur 3 Runden. Ach so, Heike Bagatsch, meine Damen und Herren! Du bist einfach die Coolere, das ist einfach so. Und das schönste Mädchen der Welt in den Kinos, noch immer. Das war Herzbeben, bis zum nächsten Mal im Netz. Ciao!